So, hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Ja, und heute habe ich einen Film dabei. Der wird ja hier diesem Kanal wirklich gerecht. Bloody Unboxing präsentiert Blood Rage in der 3-Disc Uncut Edition. Ja, Bloody Disgusting, ja, die haben geschrieben, absoluter Kult. Ja, wahrscheinlich kennt ihn der ein oder andere gar nicht. Das ist so ein Slasher aus den 80er Jahren. Der wurde, glaube ich, sogar schon 84 oder so oder 85 irgendwie wurde der produziert. Ist dann aber erst 1987 überhaupt erschienen. Und da ist ja schon so langsam diese Slasher-Welle abgeebbt. Also das ist jetzt auch nichts für die ganz kulturelle Schiene dieser Film. Ja, also das ist wirklich ein waschechter Slasher, aber so wie wir ihn alle gerne mögen. Also so, ja, stumpfsinnig, gewalttätig, mit extremen Effekten und so weiter. Alles handmade natürlich. Damals gab es noch nicht so diese CGI-Geschichten. Also alles vom Allerfeinsten und ihr wisst's, also wenn ihr hier öfter mal Videos guckt, ich bin ja absoluter Fan von solchen 80er-Slashern, ob das jetzt diese Freitag der 13. Reihe ist oder von mir aus Maniac oder diesen blutigen Valentinstag, das sind ja alles diese Klassiker aus den 80ern und die sind doch alle herrlich. Ja, so, und so einen Film haben wir eben jetzt hier vor uns. Shock Entertainment präsentiert das ganze Ding. Wir schauen es uns jetzt einfach mal an, das Mediabook, das ist hier das Cover A. Es gibt drei Mediabooks, Cover A ist auf 1000 Stück limitiert. Cover B glaube ich auch und Cover C ist dann glaube ich auf 500, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich weiß es nicht ganz genau, ich habe jetzt nicht geguckt, aber wie gesagt, drei Covermotive gibt es. Ich habe mich für Cover A entschieden, finde ich ganz nett. So, und ja. Das Frontcover sieht auch schon super aus, da weiß man genau, um was es geht. Ja, der Vollmond, hier schreiende Teenies und das Messer. So, dann haben wir hier den Buchrücken, Blood Rage. Hier flackert es gerade. Ja, okay, jetzt kommt jetzt der Killer von hinten oder wie oder was? Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz nach dem Licht gucken, was hier so los ist. Okay. Also ich bin noch da. Wie sagt man immer so schön in diesen Horrorfilmen? Ich komme gleich wieder. So, ich mache jetzt mal eine andere Lampe an. Da hat sich jetzt eben der Akku verabschiedet. Ja, passiert ja auch hier öfters. So, gut, dann wollen wir mal weitermachen. Schauen wir uns hier nochmal den Buchrücken an. Hier oben also das Logo von Shock Entertainment. Hier unten Blu-ray-Disc-Logo, DVD und hier so eine. Ja, ist es die Bestellnummer von dem Ding? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall MB Mediabook Cover A. Und das Ganze ist also hier so in matt. Ja, schön gehalten. Oh, sieht gut aus. So, die Rückseite. Ja, da haben wir jede Menge Text und ein paar ganz kleine Fotos. Blood Rage. So, und dann hier enthält die weltweit längste Integralfassung. Großartig, schreibt Letterbox. Slasher-Fans dürfen gefahrlos zugreifen. Und ja, was haben wir denn hier so alles? Blood Rage ist eine vergessene Slasher-Perle aus den 80er Jahren, die nun endlich ein jeder für sich entdecken kann. Eine spannende Geschichte trifft auf brutalste Gore-Effekte, die jeden Kill zu einem blutigen Event werden lassen. Dabei macht der Film keine Gefangenen. Und setzt stattdessen von Anfang an auf ein Höchstmaß an Tempo. Ja, jede Menge Extras. Hier sind so Both Sides of the Camera. Was haben wir hier noch? Ein Double Jeopardy. Man Behind the Mayhem. Was haben wir denn hier? 3 Minutes with Ted Raimi. Ja, ein Interview. Was haben wir denn dann noch hier? Ein VHS-Vorspann, eine Bildergalerie mit seltenen Behind-the-Scenes- und Make-up-Fotos. Ja, und dann steht hier auch nochmal Cover A. Streng limitierte Auflage von 1000 Stück. Hier so ein bisschen die technischen Daten. Und ja, sieht gut aus. Finde ich nett. Prima. So, dann wollen wir uns das ganze Ding mal von innen ein bisschen angucken. So, Blood Rage. Natürlich uncut. Ich habe es ja schon gesagt, das ist die längste Fassung drauf. So, hier ist schon mal ein bisschen was los.
Dann haben wir hier der böse Zwilling, ein Blick auf Blood Rage, also ein schönes Booklet, was geklebt und geheftet ist. Wie viele Seiten sind denn das überhaupt? Das sieht ja so ziemlich dick aus. Ich schätze mal 24. Also da geht auch jede Menge die Post ab. 80er Jahre halt, gell? So war das früher. Ja? Wo andere Slasher-Filme wie Halloween und Friday the 13th Sean S. Cunningham Filmgeschichte schrieben, heute als Kultfilme verehrt werden, gelang dem vorliegenden Blood Rage kein annähernder Impact. Ja, okay, also Halloween und Freitag der 13. sind natürlich auch schon ein ganz schönes Kaliber. So, hier jede Menge Fotos, schöne Gore- und Slasher-Fotos, Blätter zum Teil, viel nackte Haut, auch schön. Ja, was soll man dazu sagen? Was steht hier? Da steht irgendwas über die VHS-Fassung. Okay, ja, also wie gesagt, hier steht auch nochmal da was davon, dass im März 84 der Film schon gedreht wurde, 87 aber überhaupt erst eine Uraufführung hatte. In der VHS-Version fehlten natürlich jede Menge an Gewaltdarstellungen. Man wurde sehr stark zensiert, das war in den 80er Jahren so üblich, heute nicht mehr so. Und also ihr seht, da geht ordentlich die Post ab. Und was ich auch weiß, das hat jetzt hier gar nicht auf der Rückseite gestanden, oder ich habe es zumindest überlesen, dass man hier für diese Veröffentlichung doch tatsächlich einen neuen HD-Transfer von dem Original 35mm Film genommen hat. Also das ist nun wirklich vom Allerfeinsten. Ich habe große Erwartungen, große hohe Erwartungen an die Qualität dieses Films. Und ich kann das jetzt hier auch nochmal rausholen, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so. Mache ich jetzt nicht. Irgendwie kriege ich es jetzt gerade. Kriege ich es gerade nicht raus. Ah, doch, es geht. Man muss noch ein bisschen Gefühl haben. So, und dann hat man hier halt auch nochmal ein bisschen Splatter und Gore und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Ja, eine schöne 3-Disc-Veröffentlichung, also von einem wirklich coolen 80er Slasher mit jeder Menge roter Farbe. So, und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, Blood Rage, holt's euch, wenn ihr an 80er Slashern interessiert seid. Ihr werdet wahrscheinlich diesen Film nie in dieser Qualität und auch nie mit diesem Material in dieser Länge gesehen haben zuvor. Von daher lohnt sich's ganz sicher für alle Fans von dieser Sorte Film. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Mehr gibt es wohl nicht zu sagen zu diesem tollen 80er-Jahres-Slasher Blood Rage in der 3-Disc Uncut Edition aus dem Hause Shock Entertainment. Absoluter Kult. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Bloody Unboxing.